Paulina Schlosser, lag minutenlang im Schnee, ohne sich zu bewegen. In ihrem erst zweiten Weltcuprennen rutschte die Skirennläuferin im slowenischen Kranjska Gora nach wenigen Touren ab und wurde über die Piste geschleudert. Die 20-jährige Athletin wurde vom SC Krähen-Heinstetten rund 20 Minuten lang behandelt, bevor sie mit dem Rettungsschlitten abtransportiert wurde. Rechter Unterschenkelbruch, lautete die bittere Diagnose des deutschen Skiverbandes nach dem Rennen. Schlosser hat sich im Laufe der Saison nur bis zum Weltcup-Team hochgearbeitet. Normalerweise Slalom-Vierter der Junioren-WM 2021, im zweitklassigen Europacup. Nun ist die Saison für Talente tragisch zu Ende gegangen. Der Sieg im Riesenslalom auf Budkuren ging an die Schwedin Sarah Hector, die nach dem Erfolg in Kirchhevel zum zweiten Mal in diesem Olympiawinter triumphierte. Zweite wurde die Französin Tessa Worley mit 0,96 Sekunden Rückstand, gefolgt von der Vorjahressiegerin Marta Bassino aus Italien plus 1,32. Emma Eicher schaffte es als zweite deutsche Starterin nicht in die Top 30. Die Jungster braucht noch einen Platz unter den Top 15, um sich für die Olympischen Winterspiele in Peking zu qualifizieren. Das Spitzenduo um die Amerikanerin Michaela Schifrin und Petra Hova aus der Slowakei hofft dann auf eine Leistungssteigerung. Am Samstag landete Schifrin auf dem 7. Platz, Hova dahinter auf dem 15. Platz. Da in Maribor nicht genügend Schnee liegt, werden die Rennen an diesem Wochenende in Kranjska Gora ausgetragen.